Ich bin als erstes bin ich Lehrer. Ich bin Lehrerfortbildner. Ich bin in der Lehrerausbildung tätig. Ich bin Materialienentwickler. Und dann bin ich Netzwerker. Ich habe den Johannes Lindner vor ungefähr 12 Jahren kennengelernt. Er kam zu uns an die Schule, um uns in die Entrepreneurship Education einzuführen. Ich finde, die Arbeit von Herrn Lindner ist für das Wiener Schulwesen, auch für das österreichische Schulwesen von höchster Bedeutung. Und ich persönlich habe ihn als ausgesprochen engagierten und offenen Menschen kennengelernt, der in ganz Europa die Entrepreneurship-Idee verbreitet. Für mich ist Entrepreneurship für Jugendliche quasi ein Leitbild für die berufsbildenden Schulen, für Berufsbildung oder für eigentlich für eine moderne Berufsbildung. Weil es nämlich Jugendlichen zeigt, dass sie nicht Konserven auswendig lernen, sondern dass sie gestalterisch selbst tätig werden können. Und das Wort Entrepreneur, da haben wir einen Luxus im deutschsprachigen Raum, weil es eigentlich nicht besetzt ist, dass wir es für gleich ist gleich ein Unternehmer verwenden, sondern es spricht eigentlich von einer Funktion. Es sind Menschen, die Ideen umsetzen. In allen Bereichen der Gesellschaft. Und ich glaube, dass daher ganz wichtig ist, dass man sehr früh bereits bei der Jugend ansetzt, um quasi ihnen Freiräume des gestalterisch Selbsttätigseins eröffnet. Und für mich ist damals immer mehr herausgekommen, Wirtschaft vermittelt man nicht, indem man klassisch Wirtschaft unterrichtet, sondern indem man Handlungsspielräume eröffnet. Ein besonderer Schwerpunkt ist sicher auch das Schreiben von Büchern. Er ist Autor und versucht hier den Unterricht so zu gestalten, dass die jungen Leute sehr viel mitnehmen, auch aktiviert werden und es eben nicht ein Frontalunterricht ist, sondern wirklich der Spirit sozusagen vermittelt wird. Bücher, Spiele, Filme, eine ganze neue didaktische Methode entwickelt, die beruht auf Wissensvermittlung, das Klassische. Aber eben auch Erfahrungen zusammen. Und Wissen plus Tun gibt Erfahrung. Und das ist eigentlich die schönste Erfahrung, die ich selber erlebt habe, die also Schüler dort machen können, ist, ich kann eine Idee haben. Ich muss nicht sagen, ich weiß es nicht. Und wenn Sie vor einer Klasse stehen oder kleine Businesspläne dann mit in einer Jury beurteilen können und diese Kinder Anfang der Woche sehen und am Ende der Woche sehen, dass sie gerade gehen, gerade aus den Augen schauen, dann, glaube ich, haben Sie erfasst, was die Arbeit von Johannes Lindner ausmacht. Wir brauchen auch eine Vision des Wirtschaftens, die für uns wichtig ist. Und aus meiner Sicht ist das nachhaltiges Wirtschaften. Und das ist wunderbar kombinierbar mit Entrepreneurship, weil man nämlich Jugendlichen zeigen kann, wie viele Chancen es darin bestehen, dass wir Probleme lösen, die uns leider in großer Zahl zur Verfügung stehen. Ich sehe das jetzt bei dem Ideenwettbewerb, sehe ich das ganz stark, weil da sehe ich, wie viele tolle Ideen Jugendliche haben, wie man kleinere und größere Probleme lösen kann. Ich halte regen Kontakt mit meinen eigenen Schülern und somit kriege ich auch mit, was sich so tut im Laufe der Zeit bei einigen Schülern. Und ich habe zum Beispiel einen Schüler, die haben in den USA ein Unternehmen gegründet. Und da sehe ich, dass viele von Jugendlichen, die sich selber in der Schulzeit wahrgenommen haben, dass sie gestalterisch selber tätig sein können, das auch sehen für sich irgendwann als Perspektive in der beruflichen oder in einer unternehmerischen Sinn, dass sie selber auch da was tun können. Und das ist auch der Impact, weil da ist er der inspirierende Faktor, weil er das vorlebt. Er hat ja aus dem Nichts ein Pilotprojekt, ups, erfolgreich, heute 10.000 Schüler pro Jahr und vieles davon ehrenamtlich und hier und da kann er mal eine kleine Rechnung schreiben, weil er auch Projekte betreut, aber insgesamt ist seine Vision, ja, in Wahrheit die Jugend zu einer guten Zukunft zu verhelfen, die von Selbstverantwortung, Selbstinitiative und die Fähigkeit, eine Can-Do-Mentality wirklich in denen zu verankern und dabei selbst das Vorbild zu sein, auch für mich. Ich glaube, dass mit Entrepreneurship, mit dieser Lebenstugend, nämlich dass man eben was ist, ein Mensch ist, der eigene Ideen hat und auch sieht, wie man die umsetzen kann, man auch eine andere Perspektive für sein ganzes Leben mitbekommen kann. Und das ist mir eigentlich eine wichtige Vision.